kann sich gegen alles versichern und muss einfach individuell entscheiden, was man selber braucht. Guten Morgen! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und konntet vielleicht sogar das schöne Wetter genießen. Ich weiß nicht, ob überall schönes Wetter war, aber bei uns war es absolut herrlich. Und heute regnet es wieder, wie man so schön sagt. Katzen und Hunde. Sagt man das im Deutschen überhaupt? Im Englischen sagt man das auch, oder? Raining cats and dogs. Ja, also ich kenne niemanden, der das sagt, aber ich weiß, dass das in den Englischbüchern stand. In der Schule. Ihr steht wieder auf meiner Teekanne. Ich habe mir nämlich angewöhnt, jeden Tag eine so eine Kanne Grüntee zu trinken. Bei Grüntee ist nur wichtig, dass man auch viel Wasser trinkt, weil der entwässernd wirkt. Und ja, das hält mich schön warm. Manchmal möchte ich nämlich nicht ganz so viel Schwarztee trinken. Ja, tatsächlich diese Worte aus meinem Mund. Aber ich konsumiere halt sehr, sehr viel Tee über den Tag, wenn es ein bisschen kälter, auch wenn es wärmer ist. Und deswegen trinke ich morgens meistens eine oder sogar zwei Tassen Schwarztee. Danach mache ich mir diese Kanne. Da sind so ungefähr 4 Tassen drin, 3 Tassen. Das trinke ich dann so bis mittags. Und dann nach Mittagessen trinke ich dann meistens noch mal eine Tasse Schwarztee und manchmal abends nochmal. Kann man so viel Tee trinken? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall schneide ich jetzt mein nächstes Video für morgen fertig. Und Alex ist, as usual, in der Bretterwerkstatt. Ich würde euch gerne mal irgendwas anderes erzählen, aber tja, das ist halt einfach unser Alltag. Und dann sitzt man hier, arbeitet nichts ahnend und auf einmal gehen alle Lichter aus. Ist jetzt irgendwie hier Stromausfall und wenn man sich so die umliegenden Häuser anschaut, ist auch alles dunkel. Da sind auch so ein paar Firmen und so. Was ist das eigentlich Nerviges? Ach, das sind die Kopfhörer an deiner Lampe. Mhm. Auf jeden Fall geht kein Strom mehr. Also es liegt auch nicht an unserem Haus. Die Sicherungen sind alle drin. Ich glaube, das ist hier irgendwie so in der Gegend gerade. Da merkt man mal wieder, wie abhängig man davon ist. Also da werden wir uns wohl auf Dauer noch weiter umschauen nach selbstversorgermäßig, Solarzellen, whatever, Speicher. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da rede. So in der Art. Ja, jetzt wollte ich gerade nämlich hier mein Video schneiden. Aber mein Laptop hat natürlich, also der war die ganze Zeit am Strom. Ich habe jetzt noch 73%. Mit der geht ganz schön schnell runter, wenn man Videos schneidet. Deswegen bin ich mal gespannt, wie weit ich komme. Wie weit bist du mit dem Vlog geschnitten eigentlich? Fertig. Also fehlen noch die Fragen und so. Oder? Okay, gut. Und du hast auch noch Akku? 100. Aber weißt du, was gut ist? Wir könnten uns jetzt trotzdem was Warmes zu essen machen, wenn wir einen Gasherd haben. Stimmt! Eigentlich muss man das direkt Aber anzünden. Funktioniert der dann trotzdem? Also der Funken? Den müsste man dann selber anzünden wahrscheinlich, oder? Stimmt. Oh, aufregend! Ja, ich war nicht aufregend wahrscheinlich. Ich hab nicht mal Handy empfangen, gell? Also, ich konnte mir am Laptop einen Hotspot machen. Das liegt dann jetzt an deinem Handy. Oder an deinem Betreiber. Falls ihr wissen möchtet, wie ein Alex aussieht, der sich die Haare rauft und überlegt, so, wie er all seine Termine und Projekte unterkriegt, der sieht dann auch mal so aus. Ich verzweifle. Oh nein, oder? Nee, geht. Das ist wie ein Hipster, weiß ich nicht was. Bin ich auch. Oder wie Finn Kliman, der hat seine Mütze, glaube ich, auch immer so an. Ich glaube nicht so bescheuert, oder? Der hat sie schon so komisch so, oben sitzen auf dem Kopf. Aber so ist es noch besser, finde ich. Sieht vor allem von hinten sexy aus. Auch essen. Ja, wir haben uns überlegt, was sollen wir jetzt groß machen, ne? Deswegen machen wir jetzt was zu essen. Und machen einfach frühe Mittagspause und hoffen, dass bis wir fertig sind, der Strom auch wieder da ist. Ich habe auch gerade eben mal versucht, so ein bisschen rauszufinden, wie lange die Sachen im Kühlschrank halten. Also ich denke, also die werden nicht direkt zack verderben. Ich meine jetzt halten eher im Sinne von, wann fängt der Kühlschrank oder der Gefrierschrank vor allem an abzutauen und Wasser in unsere Küche laufen zu lassen. Aber das dauert wohl eine ganze Weile. Irgendjemand hat mir geschrieben, kann auch bis zu 36 Stunden dauern, weil sich die Sachen ja gegenseitig kühlen und manche Kühlschränke dann auch irgendwie so Not... Du sollst sie nicht aufmachen! Ich wollte gerade noch hinzufügen, man soll ihn nur möglichst wenig öffnen. Und deswegen hat mir eigentlich gerade gesagt, machen wir einfach Nudeln mit Pesto. Das sind Sachen, die nicht im Kühlschrank sind. Jetzt macht er eigentlich den Kühlschrank dreimal auf und zu.
euch das Maul zu. Wie erwarten, tut es das Klicken nicht mehr, aber das Gas kommt. Das heißt, ich kann eigentlich mal mit dem Feuerzeug, anzünden. Dann ja. Machen wir uns die Kehlspitze warm, oder? Ja, aber das ist eine hohle Zahnfüllung. So wenig ist es gar nicht. Schatzi, das ist für eine Person vielleicht genug. Ja, und dann noch den Rest Pizza. Achtung, Leute, haltet euch fest, was Alex gerne jetzt zum Mittag essen möchte. Das ist eine Vorspeise. Ja. Wir kochen jetzt nichts anderes. Ja, das können wir ja in der Mikrowelle warm machen. Mikrowelle, Stromausfall, Superbrain Marie. Tatsache, die Mikrowelle, die geht an. Es werde Feuer! Tja. Das ist jetzt natürlich der große Vorteil, ja? Tada, es werde Licht. Also, der Stromausfall ist beendet. Sehr schön, gerade jetzt, wo unser Essen fertig ist. Nach dem Stromausfall gehen die ganzen IKEA automatisch Lichter an. Ach echt? Mhm. Das heißt, wenn man mal nicht da ist und es ist ein Stromausfall, dann treibt es danach die Stromrechnung in die Höhe. Naja. Auf jeden Fall sind alle Geräte jetzt zurückgesetzt. Zu unserem Wecker, der Ofen. Ich warte immer noch drauf, dass nachts mal ein Stromausfall ist und der Wecker dann ausgeht und man nicht aufwacht. Aber weißt du, warum wir aufwachen? Weil wir ja jetzt gemerkt haben, dass dann unsere Lampen alle angehen. Mal, guck mal, krass. Du hast den neueren Lichtwecker. Und der neuere Lichtwecker hat wie so eine interne Batterie. Bei dir stimmt's noch, bei mir ist 0.00. Nee, jetzt ist 0.01. Wir haben gerade nämlich drüber gesprochen, wann das letzte Mal, also der war jetzt ungefähr, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so, der Stromausfall ist jetzt nicht so mega lang, aber wann das letzte Mal hier in Deutschland ein langer Stromausfall war, beziehungsweise in Deutschland, da wo wir halt uns dann in dem Moment befanden. Und Alex hat ja letztes Jahr mal eine für mich traumatische Erfahrung mit einem Stromausfall von 24 Stunden gehabt. Ja, stimmt, genau, von einem Jahr, als er in Brasilien war. Und ich mir so mega Sorgen gemacht habe, weil ich 24 Stunden lang nichts von ihm gehört habe. Und ich war mir sicher, die Mafia hat ihn verschleppt und gefangen gehalten oder Schlimmeres. Ja, habe ich erzählt, dass ich ein ausgeprägtes Kopfkino habe. So wisst ihr es. Ich bin gerade mit der Kamera durchs ganze Haus gerannt und habe DIYs abgefilmt. Und zwar drehe ich jetzt ein Video von allen DIYs, die ich eigentlich letztes Jahr gedreht habe. Ich habe im ersten Jahr oder nach dem ersten Jahr habe ich ein Video auf meinem Kanal hochgeladen. 31 DIYs hieß das. Und das waren alle DIYs, die ich im Jahr 2018 gemacht habe. Also in meinem ersten DIY-YouTube-Jahr sozusagen. Und jetzt mache ich das Gleiche. Nicht so als Jahresrückblick. Ich mache es ehrlich gesagt eigentlich aus diesem Grund, weil unterm letzten Video, also unter meinem Schrankvideo, haben ganz viele oder ein Kommentar war und es hat über 100 Daumen hoch, glaube ich, ob ich nicht mal zeigen könnte, wo die ganzen Sachen jetzt stehen. So nochmal eine Zusammenfassung von den DIYs. Und dann habe ich mir gedacht, ziemlich praktisch, weil diese Woche bin ich eigentlich nur noch heute da und jetzt morgen und übermorgen bin ich in Berlin. Und dann bin ich am Donnerstag bin ich nochmal hier, aber es wäre unrealistisch, innerhalb von einem Tag was zu bauen sozusagen, weil ich kann morgen die Zugfahrt nutzen nach Berlin, um was zu schneiden, und deshalb musste das auf jeden Fall recht zügig gehen mit dem Video. Ja, und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ihr mich quasi auf die Idee gebracht habt. Und jetzt habe ich alles eigentlich soweit gefilmt. Ein paar DIYs werde ich hier zeigen und ich setze mich diesmal einfach hier vor die Leinwand. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Wir haben jetzt noch einen Termin mit Alex Patenonkel wieder, der ja bei der Versicherung arbeitet. Und der kommt jetzt wieder vorbei. Wenn der Staubsauger hier rumfährt, dann schiebt er die Futterschalen immer weg, weil wir nicht diese ganze komische Art Lichtschranken hinstellen. So, also wir haben auf jeden Fall einen Termin bezüglich Versicherung. Once again. Es ist immer ein etwas längerwieriges Thema, beziehungsweise heute geht es um Berufsunfähigkeitsversicherung. Tatsächlich haben wir nämlich aktuell noch keine und wollen die jetzt ganz, ganz dringend abschließen. Wollten wir schon vor lange machen. Das ist so eins dieser Dinge gewesen, wo wir immer gesagt haben, oh, wir sollten und irgendwie nie dazu gekommen sind. Und jetzt heute werden wir uns mal intensiv mit diesem Thema beschäftigen.
also ich persönlich, eine Versicherung ist ja was sehr Individuelles, kann sich gegen alles versichern und muss einfach individuell entscheiden, was man selber braucht. Aber ich finde eine Berufsunfähigkeitsversicherung sehr, sehr sinnvoll. Ja, also wir haben in unserem ganz nahen Umfeld zwei Fälle, in denen es keine Berufsunfähigkeitsversicherung gab und es aber notwendig gewesen wäre. Ja, und in diese Situation wollen wir nicht kommen. Versicherung ist abgeschlossen. Wir haben jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung, BU-Versicherung und eine Unfallversicherung, weil es immer sinnvoll ist, so in Kombination zu machen. Wir sind jeder jetzt gegen, also BU 1500 Euro abgesichert. Das heißt, man würde dann 1500 Euro monatlich bekommen. Und ich glaube, wir zahlen dafür dann irgendwas 65 Euro oder so im Monat plus nochmal 20 oder 25 Euro Unfallversicherung. Und Unfallversicherung ist halt immer dann, wenn einem halt natürlich irgendwas, wenn man einen Unfall hat, einen Autounfall, einen Skiunfall oder irgendwas, und dann wird geguckt, also dann kriegt man eine einmalige Zahlung für das, wie invalide man sozusagen ist. Also es ist immer eklig, irgendwie darüber zu sprechen, aber das ist auf jeden Fall echt super wichtig, sowas zu haben, weil das natürlich sehr existenzbedrohend ist, wenn man tatsächlich irgendwas hat, und dann hat man ja irgendwie den Schaden, da geht es einem psychisch eh schon kacke, und dann hat man natürlich dann plötzlich auf einmal noch finanzielle Sorgen, wenn man dann halt nicht mehr arbeiten kann. Und deshalb ist das sehr wichtig, vor allem auch, wenn man selbstständig ist. Und jetzt gehe ich ganz schnell duschen und dann gibt es heute mal wieder Maulis. Ich glaube, bei uns gibt es immer einmal die Woche Maultaschen oder so, oder? Also eigentlich müsste man das mal zählen, aber ich glaube, bei uns gibt es immer so einmal die Woche Maultaschen. Und zwar immer an dem Tag, an dem wir keinen Bock haben, eigentlich richtig zu kochen. Ja, aber ich finde, heute ist mal wieder ein guter Maultaschentag. Fast vergessen zu vloggen. Das ist das fertige Essen. Ich bin schon fröhlich am Mampfen, wie ihr sehen könnt, und habe mir noch Chili drüber gemacht. Und deswegen ist es jetzt echt gut scharf. Scharfe Maulis. Mhm. Hast du aber köstlich gemacht. Danke. Ja, ganz einfach. Einfach nur Pilze halbiert, so kleine Champignons. Maulis. Und dazu Frühlingszwiebeln am Schluss. Und so ein bisschen Gemüsebrühe, damit schlonzig wird. Schlonzig! Zum Frühstück gibt's bei uns heute Morgen wieder Bowl, wie fast jeden Morgen. Ist einfach super praktisch, gerade mit dem Oatsam zum Anrühren. Und wir machen immer noch einen Klecks Erdnussbutter drauf. Für ein bisschen gute Proteine und Fette. Hallo Mimi! Hast du auch schon gefrühstückt? Und so wie es aussieht, ist es ein herrlicher Tag. Und leider bin ich gar nicht so lange hier, denn um 10.30 Uhr geht schon mein Zug in Richtung Berlin heute. Und zwar, oh meine Haare, werde ich heute nach Berlin fahren, denn da ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob das die ganze Woche ist, auf jeden Fall ist da die Bautech, das ist so eine Baumesse. Und da ist morgen, ich weiß nicht, ob ich, weil ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht so richtig, was mich erwartet. Auf jeden Fall ist es so das erste Mal, dass in der Baumesse Marken und YouTuber oder Influencer, ich hasse dieses Wort, irgendwie zusammenkommen, und dann gibt es halt irgendwie so einen Workshop, und das ist eigentlich so eine Networking-Veranstaltung. Und ich bin sehr gespannt mal, ich freue mich drauf. Ja, und da fahre ich heute den ganzen Tag hin. Ich glaube 10.30 Uhr bis 17.40 Uhr oder 50 bin ich unterwegs. Also geht eigentlich. Das ist ja echt voll okay. Für nach Berlin voll okay. Ja. Ja, 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 also meine Haare muss ich noch irgendwie bändigen. Auf jeden Fall war es das von mir. Viel Spaß noch mit dem Vlog. Und ich übergebe das Mikrofon an Marie. Ein paar Stunden sind vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wow. So. Ach, Marie. Warum? Au, das war der Musikknochen. Oder wie Alex sagt, Smäusle. Was wollte ich sagen? Achso, es ist ein paar Stunden vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich bin jetzt fertig mit Videoschneiden. Und jetzt brauche ich erstmal was zum Mittagessen. Ich merke dann immer richtig, dass mein Hirn nicht mehr funktioniert, wenn ich zu hungrig bin. Dann kann ich die ganze Zeit nur dran denken, dass mein Magen knurrt und was ich jetzt alles essen könnte. Und dann muss ich das auch machen. Und anschließend werde ich noch ein Video für Instagram schneiden. Möchte noch ein Foto machen. Was steht denn noch auf meiner To-Do-Liste? Ah, ich muss noch nach einer Zugverbindung schauen. Für uns geht es nämlich nächste Woche nach Lübeck.
und einkaufen gehen. Ah, die Wäsche aufhängen. Das sind noch ein paar Sachen. Die habe ich jetzt alle vergessen. Deswegen schreibe ich mir das auch alles auf. Ansonsten würde ich nämlich denken, cool, es gibt heute gar nichts zu tun. Übrigens kam hier gerade für mich, nur für mich, für Alex nicht, so ein komischer Wisch in der Post. Eine Mietspiegelbefragung. Also irgendwie so zur Anpassung des Mietspiegels oder sowas. Und ich frage mich jetzt gerade, ich werde da halt lauter so Sachen gefragt, welches Vertragsverhältnis ich mit dem Vermieter habe und welche Sanitärausstattung von Vermieterseite gestellt wird und so weiter. Ich frage mich jetzt gerade, hab das nur ich gekriegt, weil das Haus... Das ist jetzt mal eine gute Frage, gell? Läuft das Haus auf Alex? Also, weil eigentlich haben wir das ja zusammen gekauft. Hier ist gar niemand Mieter. Ich bin Mieter bei mir selber. Na, Marie, welche Sanitärausstattung stellst du mir bereit, hm? Finde ich jetzt verwirrend. Zum Glück ist das ist freiwillig. Entsprechend werde ich das nicht ausfüllen, weil ich bin überfordert. Ich bin kein Mieter. Und das sind übrigens die Momente, in denen ich mir wirklich denke, warum kochen wir nicht öfter vor? Es gibt nichts Besseres, als mittags einfach nur schnell Reste warm zu machen. Wir hatten hier noch so eine ganz kleine Portion von den Maultaschen gestern Abend und vom Wochenende noch Reis. Und den habe ich mir einfach in der Pfanne kurz angebraten, ein bisschen Sojasauce dazu. Also das ist jetzt zwar relativ trocken, aber ich muss sagen, mich stört das nicht. Ich esse super gerne einfach nur trockenen Reis mit Sojasauce und habe da jetzt noch so ein bisschen Chili drüber gemacht. Ich muss nämlich sagen, dass ich scharf für mich so ein bisschen entdeckt habe. Also noch vor gar nicht allzu langer Zeit war ich sehr empfindlich, was scharfes Essen anging und hatte auch so ein bisschen Angst davor. Und ich weiß nicht, ich bin voll auf den Geschmack gekommen. Ich mag das total gerne, wenn es mein ganzer Mund brennt. Keine Ahnung, woher dieser Wechsel kam. Guten Appetit zu dieser interessanten Kombi. Ihr wisst, ich gebe euch ganz gerne mal App oder irgendwie Programmempfehlungen. Jetzt habe ich mal wieder eine App-Empfehlung für euch und zwar nennt die sich Over. Das ist diese hier und die ist auch kostenlos. Es gibt aber auch eine kostenpflichtige Version. Also ich habe die mir mal gekauft. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob man das jährlich zahlen muss. Es ist nicht ganz günstig. Aber für mich lohnt sich das auf jeden Fall. Also für jeden, der viel so kreativen Bildschissel macht, lohnt sich das. Und ich wollte euch mal kurz zeigen, wie ich da so ein Thumbnail mache. Also, man kann hier nämlich unterschiedliche Größen erstellen und man kann genau auch eine Thumbnail-Größe erstellen von YouTube. Und das ist sozusagen schon so eine vorgefertigte Vorlage. So, und ich mache das jetzt so. Ich finde das einfach so praktisch. Das ist so praktisch, I can't believe it. Also so, jetzt gibt es hier nämlich unten noch so eine Maskenfunktion. Und ich liebe das halt, dass man hier einfach alles mit dem Finger sozusagen machen kann. Guck mal, jetzt fahre ich da einfach drüber und dann kann ich da sozusagen eine Maske machen, beziehungsweise die untere Schicht revealen. Und ich finde, das funktioniert halt viel einfacher und schneller als mit Photoshop. Jetzt mache ich dann auch noch zwei weitere daneben, dann kann ich Schrift drauf machen und dann ist das Thumbnail fertig. So sieht das Ganze jetzt aus und jetzt muss ich es eigentlich nur noch bereitstellen und ich mache das dann ganz einfach so, dass ich mir das einfach per AirDrop auf den Computer schicke. Düdelüm, da ist es jetzt schon angekommen. Perfekt. Für mich gab es gerade noch ein kleines Workout. Ich habe mal wieder so ein Dance-Workout gemacht. Die sind einfach nur cardio-lastig. Für alle, die keine Lust haben, normales Cardio mit Jump Squats und was weiß ich was zu machen, ist so ein Dance-Workout richtig witzig, weil man nicht so merkt, dass es anstrengend ist, sondern so konzentriert ist. Zumindest geht es mir so. Das hat viel Spaß gemacht und jetzt mache ich mir was zu essen, bevor ich duschen gehe. Ich möchte nämlich ein bisschen Gemüse aufs Blech in den Ofen packen und eigentlich wollte ich einkaufen gehen, aber das hatte ich keine Lust. Und wir haben noch Blumenkohl und Kartoffeln. Und daraus mache ich mir jetzt irgendwas. Ja, genau. Und dann kann das im Ofen vor sich hin brutzeln, während ich dusche. Mama hat angerufen, gerade als mein Essen fertig war. Deswegen konnte ich nichts dazu sagen. Aber ich habe es euch kurz abgefilmt. Wie fandet ihr die Kartoffeln?
Es gab keine Kartoffeln. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, dass wir welche da hätten. Also ich hatte das erzählt, ohne dass ich sie gesehen hatte. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass wir Kartoffeln haben. Mich geirrt. Deswegen habe ich Blumenkohl auf dem Blech gemacht, der Rest steht noch da. Und habe noch Kichererbsen gemacht und Räuchertofu in Würfel geschnitten. Und dann gab es außerdem noch ein bisschen eingelegte rote Beete, die wir so im Glas da haben. Und frische Paprika. Genau. Und dann habe ich mit Sojajoghurt, Sojasauce, dem Quarkgewürz, ja, ein bisschen Schuss Reisessig, eine Soße gemacht und das drüber gekippt. Ja, und das gegessen, wer hätte es gedacht. War auf jeden Fall sehr lecker. Jetzt gehe ich ins Bett. Beende den Vlog an dieser Stelle. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht.